Jetzt erstmal die Personal für Markus. Danach gehen wir rein ins Pick Your Team F1. Aber viel Glück. Markus, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und an alle, die sich auch überlegen, Prism nochmal eine zu holen. Also Prism habe ich genügend da. Und ich werde ja diese Woche ja zwei, dreimal live gehen. Weil ich jetzt halt einfach auch die coolen Sachen am Start habe. Also Prism ist am Start, F1 ist am Start. Vielleicht kommt diese Woche noch Mount. Ich bin auch begeistert. Felix ist privat top als Trainer. Einer, der die Spieler in den Arsch tritt. Aber auch viel mit dem aktuellen Fußball beschäftigt. Safe, also ich bin gespannt, was Felix Magath so reißen kann. Und wie halt auch auf, also den, ne, das Spiel aufbaut erst und welche Spieler er verwendet, so. Bin gespannt, ich bin gespannt. Woodman, Wookie, Newcastle. Salah. José Sa. Kai Walker. Armstrong. Shuk Wuemeka. Jakub Moda, N'Golo Kante. Smith Worth. Tom Cleverley. Scorers Club von Ollie Watkins und die Pink Prism von Walcott. Das war auch damals ein richtig geiler Spieler, ne? Walcott. Ich bin am überlegen, ob ich das nächste Prism Premier League Pick Your Team über den Shop mache. Ob ich das einfach nochmal probiere. Wegen den Doppelverkäufen. Ja, mal gucken. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was haltet ihr davon, wenn ich zwei Boxen F1 Chrome als Random Spot mache? Das heißt, es werden die zwei Boxen ausgepackt, die F1 Boxen. Und am Ende wird dann ausgelost 11 Spots. 11 Spots, 1 Spot, 110 Euro. Und dann werden quasi die Teams ausgelost. Das heißt, ihr könnt mit 110 Euro theoretisch den Mercedes-Spot bekommen und alle Mercedes-Karten bekommen. Oder Red Bull. Aber natürlich kann es auch sein, dass ihr für 110 Euro dann Alpha Tauri oder irgendwie sowas bekommt. Oder Alpine. Oder die F2-Mannschaften. Oder Teams. Du könntest auch zwei Box Spot Box Break machen. Tarkowski kann ich auch machen, aber Tilo, Alpine habe ich nicht. Alpine hat vorhin noch jemand genommen, der Jungle hat's noch genommen. Jungle hat Alpine noch genommen. Also ich bin nicht mit Alpine drin. Für mich ist später nur eine Personal am Start, nur eine Personal. Harry Kane 36 Booster aufteilen auf 12 Teilnehmer, A3 Packs, das könnte man auch machen. So meintest du das. Ich habe gedacht, dass ich gleich das gleiche normal mache. Alex Kral. Gallagher und es ist ein Vlasic und ein Scorers Club von Wilfried Zaha. Und die halten die Karten aus ihren 3 Packs, könnte man auch machen, ja. Ja, mal gucken, was ich mache. Mal luschern, was ich mache. Ihr könnt auch einfach eine Personal nehmen, Leute. Ihr könnt auch einfach für 550 Euro eine Personal nehmen. So geht's auch. Iwobi. Fabio Silva, Kaspar Schmeichel, Konsa, Pukki, Jansson, Maupai, Harrison, Van Bissaka, Ben Rama Instant Impact und dann noch ein Juraj. Kutschka. Mach eine 5 und eine 0 weg. Ich bin dabei.
du gönnst dir heute erstmal. Ich sag euch, Leute, ich hatte aus dem Case, habe ich einfach zwei Boxen genommen. Es kann ja auch theoretisch sein, dass wir in dem Pick Your Team F1 Scrum. Sü Dopping, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Es kann ja auch sein, dass wir im Pick Your Team gleich zwei Autogrammkarten haben. Es kann auch sein, dass wir im Pick Your Team F1 gleich keine Autogrammkarte haben. Also Dennis, wegen nächsten Break melde dich. Geh noch mal einmal bei dir rein. Machen wir so. Und dir noch einen schönen Abend. Mit Vogel. Paris. Elliot als Wookie wird gesleeved. Melu. Ramsey. Anderson. Kovacic. Oh. Es ist West Ham. Dawson. Die ist zu 25. Orange. Orange zu 25. Und der Toploader hier. Ich hasse sowas. Wieso sind manche Toploader kaputt hier? Da packe ich keine Karten rein, wenn die Seite abgebrochen ist. Ein Floploader wieder mal. Und ein Ding je noch als Silver Prism. John Stones, ich glaube, hier kommt wieder, oder? Ne, es ist rot. Ich wollte schon sagen, wieder Orange, Pereira, Lelena, Godos, McCarthy, Sema als Rookie, Klich, der Paule, Bowen und Norwich. Tim Krull. Und Declan Rice, die ist aber geil. Declan Rice Multicolor. Die ist cool. Und Tim Krull zu 159. Ein Floploader muss integriert werden. Ist so, Jonas. Jonas. Grüße aus Österreich, Grüße zurück nach Österreich. Nee. Gruß geht raus an die Ole den Bratern. Hoffe noch auf ein paar Leicester-Karten. Almiron. Ducouré. Yishan Wang. Daddy Eddie, da kommt eine. Ah, könnte so ein Widescreen sein. Josh Sargent, Raya, Trost Ikon, Gerard, Luke Shaw. Ja, Widescreen von Marcus Force. Und dahinter ist es noch Silver Prism von Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Alter. Ups. Wie viele Lieder sind in der Playlist? 100 gibt es schon. Ausrufezeichen Playlist FIFA halt 95. Oder so. Moritz, einfach noch besser. Einfach noch besser. Moritz wieder am Start hier. So, ich warte auf
Das Autogramm. Hero. Cantwell. Dawson. Gui. Ziyech. Und das ist Firework von Regulier. Regulier Tottenham. Und dann noch ein Josh Sargent als Silver Prism. Schon irgendwas Geiles gezogen. Mick Schumacher zu 50. Wir hatten Zabaleta Flashback Auto zu 10. Wir hatten einen. Wie heißt er nochmal? Ich wollte gerade das Tilo-Autogramm sagen, aber mir ist es nicht mehr eingefallen. Wilson, Diaz, Poretz, Traoré, Cucurella, Mboimo, Partey. Oder könnte, was ist das? Rafinha, Blue, Jaden, Moutinho. Müsste 309, ne, 340 ist wieder. 340 und Danny Ings Multicolor. Was kostet die Box? Ungefähr 83 bis 400. Geld. Auch die beste Antwort. Geld. Sättel. Die Box kostet Geld. Geld kostet die Box. Geld. Ist das das Auto? Könnte das Auto sein. Ich gehe erstmal bis ans Ende. Fabinho. Wayne Fraser. Gray. Calvert-Lewin. Heumin. Martinez, Rashica. Ne, ist es nicht, oder? Ne, ne, ne. Es ist Jakub Moder als Emergent Rookie und dahinter ist es noch ein Alisson Silva. 2-0 Barca, die spielen wie früher. Welche Minute? Ich finde sie nur bei Panini im Shop. Die gibt es ja auch in Panini im Shop nicht. Leider. So, drei Packs noch. Und das Auto muss noch drin sein. Das Auto muss noch drin sein, Markus. Was sagst du bis jetzt? Also ohne, dass du das Autogramm gesehen hast. Adama Traoré, da habe ich jetzt auch keinen Bock auf den Song. Ah, den kann man anlassen. Adama Traoré, Ferran Torres, Jack Cork. Die Kombi kommt immer, ne? Torres mit Adama Traoré, das ist die Kombi, die immer drin ist. Jamie Vardy, Watkins, Jill Walcott, Harry Maguire, Kurt Zuma. Bisher geht's so. Das ist das Autogramm. Ich habe nichts gesehen. Sehr gut, Mainstream. Thiago. Da kommt, glaube ich, eine Red Numbered McLean. Douglas Lewis, Bezuma, Azpili. Martinelli Base immerhin. Tufan. Oh, Wan-Bissaka ist es. Wan-Bissaka und Barnes. Wan-Bissaka zu 199. Und ich brauche wieder neue Toploader. Ja gut.
Ah, ein Toploader, der mal zu ist. Perfekt, danke. Danke, Kuss, Kuss. Ein Toploader, der auch als Toploader funktioniert. Danke. Der ist unten kaputt, ich glaub's nicht. Guckt euch das an. WTF, was passiert hier? Ich brauche neue Toploader. Was ist das? Was ist das? Was hast du denn für Montagsware bekommen? Und um jetzt die Frage direkt mal aus dem Weg zu gehen, es ist nicht Ausrufezeichen Zubehör von Investment Collector. Ich habe die Marke halt immer extra nicht gezeigt, weil ich derzeit gerade, aber ich mache es jetzt einfach mal, das sind Toploader, weil es mir auf den Sack geht. Ich hatte hier Toploader von Doc's Magic. Ja. Um die Marke einfach mal zu zeigen. Normalerweise habe ich von Investment Collector, aber ich habe da leider keine mehr. Deswegen habe ich jetzt die. Bestätigt leider mein Eindruck. Mal gucken, ich mache zwei weitere Packungen auf. Bis jetzt waren es eigentlich in Ordnung. Aber das war jetzt eine Packung, wo nur Mangelware drin war. Das sieht gut aus. Ja, funktioniert. Bei Wish bestellt ist echt so. So, Martinelli. Sieht auch in Ordnung aus. Ultra Pro und Investment sind die einzigen, die was taugen. Ja, also die letzten, alle Breaks bis jetzt hatte ich immer die Card Saver sind ja auch hier von. Da habe ich noch ein paar. Also da habe ich noch genug. Hier geht es auch schon wieder auf, aber das geht noch minimal. Card Saver habe ich ja auch hier von Investment Collector. Und normalerweise habe ich auch die Toploader, aber ich hatte heute leider keine mehr. Die ersten waren noch von Investment Collector, aber jetzt ging mir der Bestand aus von Investment Collector. Investment Collector Toploader. So. Raheem Sterling, Brownhill, Soumaré, Jürgensen, Richarlison, Tanganga, Livramento, Ben Chilwell, Mateta, da kommt glaube ich nochmal eine. Ah, das ist hier so eine, ja. Wer ist das? Brilliance von Creswell. Und dann noch ein Daniel James von Leeds. Die Kick-Toploader. Ah, die passen ja jetzt hier. Das war nur eine Packung, die beschädigt war da wahrscheinlich. Ganz normal. Genau, danach gibt es Pick Your Team Formel 1. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil vorhin Formel 1 war köstlich. War ganz, ganz köstlich. Aber jetzt erstmal das Autogramm. Das Autogramm von Markus. Bekommst du die Score Fat Packs? Ja. Score werde ich auch genügend haben. Es ist Arsenal. Meinst du? Es sieht erstmal nach einem Standardauto aus.
Wenn ihr euch wundert, das war gerade eine Spende. 1 Euro, G steht für Gönnen, Gruß geht raus an Bene und den Dresdner Dönerteller. Viel Glück nachher für deine Box. Dankeschön. So, was ist das jetzt für ein Auto? Ich habe eine Vermutung. Was denkt ihr? Es ist auf jeden Fall Panini Puls in Premier League. Ich habe eine Vermutung. Es ist Calvin Phillips. Signature von Leeds. Calvin Phillips von Leeds. Ist jetzt nicht so verkehrt. Aber was verkehrt ist, ist dieser Toploader hier. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, ich werde keine Karten in irgendwelche beschädigten Toploader packen oder so. Deswegen habe ich den Toploader eben auch wieder weggeschmissen. Calvin Phillips als Signature von Leeds. Was sagst du, Markus? Ich würde sagen, kann man nehmen. Aus meiner Sicht besser als das Autogramm, was Thilo hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Thilo hatte. Aber Calvin Phillips von Leeds ist okay.